ihr Freunde, höret die wahre Geschichte, die ich euch in Kürze alljetzt bericht. In diesem lieblichen Waldestal geschah's vor langer Zeit einmal, im Jahre 1521, am 4. Mai, da muss es wohl sein. Von Wenckheim saß auf dem alten Stein Herr Berlepsch, der hütet die Wartburg fein. Ein Brief, den Friedrich der Weise zugestellt, für sie einen wichtigen Auftrag enthält. Versteckt den Luther und tut ihn fest ein, die Feinde des Glaubens, die mögen nun schreien. In Myra, das weiß heute jedes Kind, die Luthers schon lange zu Hause sind. Herr Martin besucht sie, das freut sie sehr, er kam geradewegs von Worms daher. Nun reist er weiter, sie geben Geleit, ach Martin, wir wünschen dir gute Zeit. Da fahren sie hin, ja es ist noch weit, der Luther, der Amsdorf, die wissen Bescheid. Hier irgendwo muss es bald geschehen, sie schauen umher, noch ist nichts zu sehen. Der Petzensteiner ahnt es noch nicht, das sieht man auch an seinem Gesicht. Da hören sie plötzlich Gelärme im Wald, 5 Reiter kommen und schreien laut, halt, habt ihr den Luther, dann gebt ihn heraus, sonst ist es gleich mit euch allen aus. Der Petzensteiner schreit gleich Mord, bis Waltershausen rennet er fort. Die Reiter indessen mit scharfem Trab, sie schleppen den Bruder Martin ab. An einem Brunnen, da halten sie an, erzählen ihm von dem verwegenen Plan. Die Mönchskutte fällt, ein Wams liegt bereit, aufs Pferd, Bruder Martin, wir haben noch weit. So reiten sie lange, die kreuz und die quer. Ach Herr, wie sind deine Wege oft schwer? So betet Martin, fast wird ihm bang. Der Wald ist zu dicht und die Zeit wird lang. Wo bringt ihr mich hin? Was ist unser Ziel? Ich reite mit euch, weil Gott es so will. Da plötzlich erkennt er im Mondenschein die Wartburg hoch oben, sie muss es wohl sein. Durch finsteren Wald, sie reiten hinauf. Die Zugbrücke fällt und das Tor geht auf. Herr Berlepsch tritt zu ihm, er lächelt und spricht, nun, Junker Jörg, hier findet man euch nicht. Da sitzt er nun in dem engen Raum, das Fenster weit auf, um die Berge zu schauen. Er denkt an die Freunde im weiten Land, gar oft nimmt er seine Bibel zur Hand. Er forscht darin, was Gott von ihm will, fast 300 Tage hält er nun still. Ihr Freunde, endet die wahre Geschichte, die ich euch heute habe bericht. An diesem Quell, an diesem Fleck, da fingen sie Martin Luther weg. Wir denken heute an diesem Stein des Jahres 1521.